Habt ihr irgendwo Starkstrom? Starkstrom? Dann haben wir heute Abend nicht so laut. Dass du mich liebst, ist deine Liebe nicht nur Schein, denn Lügen kann ich nicht verzeihen. Sag, ist es wahr, dass du mich liebst, dass du mir alles von dir gibst, nicht nur die Einheit. Für mich ist das Papp, ich zeig dir nichts. Jesus, Heinz, das ist halt so zur Begrüßung. Mir ist das egal, wenn man das trinkt. Pappt. Toti, Krallemacher können das trinken. Ich schon mal ruhig, was das alles ein Haufe Geld kostet hat. Tja, ich bezahle es nicht. Was? Darf ich bitte Ihre leeren Gläser mitnehmen? Ah, war es das schon? Ich bringe Ihnen gerne noch ein Glas. Jo, ich würde noch eins trinken. Hast du auch Bier? Gerne, sofort. Bin ich immer gespannt. Was? Wann der noch einmal kommt. Deswegen heißt das auch sofort. Der geht jetzt mit dem Tablett sofort. Ist Liebe, die zusammenhält. Die sehen toll aus. Die Schirme haben etwas Gemütliches. Wenn der Wind kommt, sind sie fort. Habe ich mir extra dafür ein Fuß betoniert, aber bestimmt 1 Meter auf 1 Meter und 15 Zentimeter dick. Und der Schirm ist noch nicht immer so groß wie der du. Aber der steht. Du kannst mit 5 Mann dran laufen. Non è nelle nostre abitudini. Hä? Das ist nicht unsere Art. Ah, nee, sonst nur da habe ich ein Rohr mit innen betoniert und da steckt der Schirm drin. Ursprünglich hat mir so ein Kollege das Rohr besorgt, der kommt da günstig dran. Ich habe damals gesagt, bringst du mal ein Rohr mit 34er Stangen, damit ich die da halt hinstecken kann. Bringt der mir ein 30er Rohr und das hat dann nicht gepasst. Wenn du das nächste Mal kommst, bringst du dann noch den Schaum mit. Ah, Sie wollten ja ein Bier. Jo, komm, lass, trink es. Ich krieg auf die Brito Sodbrenne. Du musst doch nicht trinken. Langsam, dir wird noch schlecht. Ein Glas Nana-Saft. Musikanten spielen noch einmal. Amore mio, tanz mit mir durch die Nacht. Ich hielt sie ganz fest. Och, es ist aber schöner, wie ich anfangs gedacht habe. Ja. Da so, das Ganze. Die meisten sind Lackaffe. Affe geil, die Party. Jesus, Heinz. Was Ausdrück? Ah ja, aber so. Sagen das jetzt da die jungen Leute. Diese Ausdrücke, denke ich, sind deshalb da, weil die jungen Leute diese nicht sagen sollen. Aha. Meinen Sie, wir könnten das Mirabellen-Nektarinmus schon aus dem Kühlschrank nehmen? Ach ja, wenn das eine halbe Stunde drin steht, eine halbe Stunde stindet. Ach, ich würde sie vielleicht noch 10 Minuten drin lassen. Wenn die Schirme etwas höher wären, hätte man noch Lampions reinhängen können. Tja, mein Schirm kann man hier machen. Weil du isst das Rohr schon länger und der Stab vom Schirm, wo drin steckt, ah, ich hab neulich zu ihm gesagt, wie man es festmacht, ist es egal. Ob das jetzt eine Flüchelschraube ist oder so ein Klemm, es wundert mich sowieso, dass man die nicht hermachen kann. Normal kann man so Schirme viel weiter ausziehen. Jesus, Heinz, wenn man die aber doch nicht weiter ausziehen machen kann. Naja, es ist ja jetzt auch egal. Oh, nee, so ein paar Lampignons, die schon schön aussehen. Ah,
Ananassaft. 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 Frela Fei. Ein Glas Ananas? Verehrte Partygäste, lieber Bernhard, du hast dich sicherlich schon des Öfteren gefragt, warum nimmt meine Frau Unterricht in Flamenco-Tanz? Und vielleicht kam dir das alles ja ein bisschen spanisch vor. So will ich Sie und vor allem dich, lieber Bernhard, nicht länger auf die Folter spannen und dir sicherlich die Überraschung des Abends ankündigen. Deine Frau wird für dich jetzt Flamenco tanzen. Püppchen tanzt für mich Flamenco. Meine Frau tanzt mir und mir auf der Nase rum. Ach, wei, aber. Das nicht Olé? In diesem Fall nicht. Ach, das wusste ich nicht. Püppchen, Püppchen. Spanish Ice. Italiener machen Besseres.